Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Mal wieder mit Pulitzer. Hallo. Und, naja, speziell, er hat seinen ersten Jet. Wir fliegen Horten. Yay! Unausgebaut. Komplett unausgebaut. Mensch. Warum will das Drecksding nicht starten? Okay, jetzt geht's. Du fliegst doch schon längst. Ja, aber eben ist es nochmal nach unten getitscht. Ja, das Pseudo-Tarnkappenflugzeug der Deutschen. Naja. War es die Form darauf ausgelegt? Wahrscheinlich nicht. Es gab ja wilde Spekulationen drüber. Die haben ja im Nachhinein sogar gesagt, ja, war so gedacht. Wir haben auch eine spezielle Lackierung drauf gemacht, die die Radarstrahlen absorbiert. Klar. Es wurde ja nachgebaut. In Amerika das Ding. Also es hat einen natürlich kleineren Querschnitt. Also die Bahnzeit nach England rüber wäre um die Hälfte verkürzt worden mit den Dingern. Hm. Aber gut, es ist halt sehr rund. Ja, das Einzige, was vorne wirklich Radarstrahlen zurückwirft, sind die Triebwerkseinlässe und das Cockpit. Na klar. Boah, Alter, man merkt, dass das voll ausgebaut gegen gar nicht ausgebaut, aber wirklich hart, oder? So ein bisschen. Hat Jan in die Kommentare geschrieben, ich soll das Ding erstmal auf Touren bringen und dann steigen. Ja, gut. Also ich habe das Ding zum Ausbauen als Ground Striker benutzt, weil das sind ja dieselben 30 mm wie auch die Do 335 hat. Ah. So, jetzt kann ich aber langsam mal ein bisschen hochgehen. Das ist ein Stückchen. Ich bring die Gegner dann zu dir, ja. Ja, aber warte, bis ich wieder Speed drauf hab. Ja, ist aber echt ein hübsches Flugzeug, finde ich. Also das Design gefällt mir sehr gut. Es ist halt gewöhnungsbedürftig. Zum Beispiel, was ich total hässlich finde, sind die B2-Bomber. Weiß nicht. Sieht zwar ähnlich aus, aber ich finde den ja zum gut, Beispiel das ist halt auch ein dicker, fetter Bomber, ne? Ja. Die Deutschen hatten generell ein paar sehr interessante Nuflügler-Designs, die wurden aber halt alle nicht mehr realisiert. Man kann sagen, zum Glück, aber ja. Ich kenne die gar nicht. Bei 1 kenne ich, glaube ich, noch aus Battlefield 1942, Secret Weapons of World War II. Da gab es, glaube ich, noch eins, aber ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Boah, ich weiß. Also ich weiß, dass es die Horten gab, aber was es noch gab, weiß ich nicht. Da gab es, glaube ich, noch eins. Oder täusche ich mich da? Wo ist denn jetzt eigentlich hingeflogen? Ich bin links hinten über dir. Tja, Jetmatches. Es kann super schnell vorbei sein oder super ewig dauern. Naja, ich vermute mal, wenn die F-80 da mit der Arado fertig ist, wird sie sich um mich kümmern. Falls. Wenn sie sich auf den Turnfight einlässt, hast du die Oberhand. Ja. Mach halt wirklich okay, keine Head-Ons, weil das Flugzeug ist halt wirklich einfach nur aus Presssparen quasi. Sie kommt, glaube ich, oder? Ja gut, aber die 262 und die G91 werden sie abfangen. Oh, den habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Turn. Ja, das war super knapp, ey. Bin auf dem Weg. Ich nehme mal kurz. Der kommt wieder. Ja, ich weiß, aber der ist ja viel langsamer. Ich bin hier gerade mit fast 900 unterwegs, also. Bei über 600 darfst du aber nicht mehr das Höhenruder voll einschlagen. Ja, ich weiß. Oh, von vorne kommt eine P80, die hat aber was im Rücken. Oh, scheiße, mein Pilot red-outet so schnell. Vergiss nicht, dass du auch Bremsklappen hast. Oh. Als einer der wenigen deutschen Jäger. Nein, ich auch. Meine Piloten sind einfach zu schlecht. So, mal gucken. Ich versuche den mal ein bisschen langsamer zu kriegen, indem ich mal nach oben gehe. Ja, sieht aus, als würde er den Köder fressen. Boah, ach, scheiße, ich habe noch einen F-80 hinter mir.
Ich drehe um. Tschüss. Er ist weg. Lappen, ey. So, da kommt... Oh, mein Gott, wie viel fliegen denn von dem Scheiß hier noch rum? Zweiter down. Vorbeigeschossen, Mist. Oh, scheiße, mein Pilot red-outet. Komm, Möri, jetzt gib mal ordentlich Speed. Habe ich noch was hinter mir? Ich weiß es nicht. Ist zu viel unterwegs gerade. Meteor ist noch in der Luft, aber sonst ist clear. Das ist doch echt zum Heulen. Oh, mein Puls, ey. Was für ein Slot habe ich in den gepackt? Ah, scheiße. Ich weiß, warum der so schnell kaputt ist. Ich habe nicht mein Luftdeck. Ich habe mein Panzerdeck drin und da ist das auf dem falschen Slot, das Ding. Warum auch immer. Ich gebe immer sehr viel Geld für sehr viel Quatsch aus. Also Silver Lines. So, Meteor getroffen. Diese Kanonen sind echte Schrotflinten, die waren früher super präzise und dann haben sich die ganzen Panzerfahrer beschwert und jetzt sind es echte Schrotflinten. Ich komme mal hinterher. Ja, ich habe ja ein Triebwerk zerschossen. Sind trotzdem alle schneller als ich. Und ich drücke trotzdem die ganze Zeit W, obwohl das Ding gar keinen Web hat. Ah, mein Gott, jetzt ist da unter mir noch die G91. So, Triple Strike. Ich habe nur als Bait gedient. Ja, dafür, dass ich jetzt ewig lang nicht mehr geflogen bin, lief das eigentlich ganz gut. Ich wundere mich, dass ich das überlebt habe, tatsächlich. Ich habe ja auf dich aufgepasst. Alles gut. Nein, ich wollte noch ein paar Bodenziele schreddern. Jetzt sind die alle tot. So, ich denke, da hängen wir direkt noch eine dran und ich wette, die läuft nicht so gut. Na, ah, immerhin noch ein Panzerwagen. Yay. Scheiße. Ja, aber ich mag die vom Flugverhalten echt gerne. Nee. Sie turnt, also die Rollrate ist miserabel, was klar ist, aber die Turnrate ist echt nice. Das stimmt. Mich hat halt eiskalt noch ein Bomber überholt. Stimmt. Ah, nee, das war jetzt für mich nicht so erfolgreich. Moment, dann nehme ich aber das andere Deck. Scheiße, nee, das ist auf demselben Slot. Genau. Okay. Und das ist mein höchst ausgebauter Slot. Ich weiß gar nicht. Ja, die Munition, das erforscht du hoffentlich als erstes, oder? Nee, den Rumpf. Das ist schlecht, weil sobald du die Bodenzielmunition hast mit 90 Pen plus, kannst du so gut wie alles knacken. Und damit macht man die meisten Forschungspunkte momentan. Kannst du natürlich einfach mit 240 Golden Eagles. Kannst du tun. Ich glaube, das mache ich auch, weil mit 1400 Golden Eagles kann ich eh nichts mehr anfangen. Da. Erforscht. So. Right. Hoffen wir, dass es wieder so fix geht. Ja, sollte. Narz. So, und jetzt hat man mal wieder tatsächlich geschrieben, während wir aufnehmen. Der Alex, was schreibt denn der Alex? Machen wir eine Staffel mit Seras und wahrscheinlich ich? Wir ich glaub grad schlecht. Auf, sorry. So, willst du Cut machen, oder? Ja, mach mal einen. So, da sind wir wieder. Diesmal ist es bei uns kalt und bei ihm wird's gleich warm. Hat. Keine Ahnung warum, aber ich bin... Wahrscheinlich habe ich mich einfach verklickt. Mit der 109 Trop. Und ziehst uns allen davon. Aha, ihr Lappen. So, wollen wir mal sehen, wie lange es dauert, bis ich dich habe. Erstaunlich lange. Wahrscheinlich reiße ich mit dem Ding mehr als eben. Möglich. Was hast du denn dabei für Muni? Flugziel. Das ist so krass, wie viel schneller Propellermaschinen beschleunigen. Mhm.
Na gut, wie einer mal kontan geschrieben hat, da muss ja erstmal Luft in die Turbine rein. Dauert halt eine Weile. Gut, bei modernen Jets ist das jetzt nicht mehr so das Problem, aber bei den alten Kisten, das war ja auch die Schwäche der 262. Start und Landung, easy target. Okay, wir haben eine 163. Das gewinnen wir. Bin immer noch schneller. Jetzt fängst du, glaube ich, an Wie aufzuholen. schnell fliegst du gerade? 387. Ja, jetzt bin ich schneller. Ich glaube, du bist die einzige Propellerkiste, oder? Natürlich. Wir haben sogar zwei 163 und eine G91. Da arbeite ich auch noch drauf hin. Aber ohne die Panzer macht mir das nur so halb so viel Spaß. Ich hoffe, der Tree kommt echt bald. Wenn er jemals kommt. Eh, smoke mich nicht so voll. Flieg mal ganz dicht an mir vorbei. Ich brauche ein geiles Bild. Ja, okay. Welche Seite, links oder rechts? Ich komme links. Aber über mir, also nicht unter mir. Sonst wird es schwierig mit dem Justieren. Bin fast da. Klick, 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 klick. Das ist so krass, man kann mit der fast rechte Winkel fliegen. Ja, was mich gerade ein bisschen wundert, hier ist es saukalt in der Gegend, aber meine Ölpumpe und Wasser macht nicht mehr. Ja, ist halt der Tropfen. Ja, aber die müsste ja gerade im Kalten eigentlich noch besser funktionieren. Meinsch. Hätte ich jetzt mal vermutet. Wer in der Hitze funktioniert, der wird ja hoffentlich auch beim Kalten funktionieren. Wahrscheinlich Oder? frieren die kleinen Löcher vom Filter einfach zu. Kann auch sein. Jetzt schauen wir mal, was wir mit der Mühle hier noch machen können. Ach, guck mal, du wurdest gar nicht als Team berechnet. Der Gegner hat einen weniger. Kein adäquates Flugzeug. Toll. Jetzt räumen die alles schon komplett weg und ich bin noch nicht mal da. Ja, das passiert auch gerne mal. Aber das war's noch nicht. Da fehlt noch einiges. Das Problem ist, jetzt muss ich halt in Head-ons gehen, sonst habe ich keine Chance. Ich komme ja nicht hinterher. Wenn der Gegner mit dir turnt, hast du auf jeden Fall einen Vorteil. Und es gibt genug Leute auf dem Battle Rating, die noch denken, Jets turnen. Oh, seh mal an, ne? F2H. Oh, mehrere davon. Ich halte schon mal vorsichtsaber nach Bodenzielen Ausschau, falls gar nichts Er passiert. macht das. Boah, der tut mir leid. Und weg. Aber er hat noch einen mitgenommen. Komm hier, ich bin eine Propellermaschine, ich bin einfach das Ziel. Komm Du hast her. wahrscheinlich gefährlichere Bewaffnung als die meisten anderen hier. Vermutlich. Was hast du? Hast du Gondeln dabei? Klar, ich Ja. schicke die immer mit Da Gondeln. hast du mehr Feuerpower als die meisten. Oh Mann, ey, da hängen jetzt 1000 Mann hinter dem. Oh, er Ja, aber kommt mir es längs fehlt immer durch. noch was. Ich sitze hier alle in Bombern drin. Versuchst du es, ihn anzufliegen? Klar, wenn er mich lässt, aber er fliegt von mir weg. Und ich glaube, der stürzt ab. Oh. Und hinter ihm kommt noch so ein bisschen was. Ah, macht er was? Was macht er? Was macht er? Was macht er? Nein. Yay, In der letzte Mine. F3D1 Richtung Osten. Ach, ich geh jetzt flack. Ja, mach mal Ground Target. Das sind meine Ground Targets. Ihr könnt die Flugzeuge kaputt machen. Da, hier, Schuss vom Bug. Zack. Jetzt klauen die mir auch noch die Flaks, ey. Ich bin dafür nichts zu gebrauchen.
Oh. Vielleicht komm, versuch die F84 mal in meine Richtung zu lenken. Ich bin zu schnell, ich drehe jetzt gar nicht. Oh, und schon ist. Nein, nein! Beide Flachs. Was ist denn jetzt passiert? Sind die beide abgeschmiert? Wo ist hier noch so ein kleines Ortchen? Boah, da kommt einer direkt auf mich zugeballert. Skynight. Oh. Oh, der hat's überlebt. Hat's überlebt? Gönn ihn dir, der ist auch relativ langsam. Erwischt? Siehst so aus? Nein. Das war recht knapp, sag ich mal. Komm, flieg in meine Richtung. Flieg in meine Richtung. Sonst fange ich gleich an, Teammitglieder abzuschießen. Und da kommt die nächste G91 hinterher. Oh, du Armer. Einmal verklickt und dann so eine Scheiße. Ausgezeichnet. Einer fehlt noch. Als Kunstflug unter der Brücke durch. Das ist eine kleine Brücke, das wird schwierig. Das will ich sehen. Alter, die ist ja winzig. Easy. Kaboom. Nix kaboom. Ein bisschen fliegen kann ich ja. In dem Spiel. Meins, ja. Bisschen. Nochmal. Wahrscheinlich krache ich jetzt voll. Oh, scheiße, da war noch eine Flak. Ah, warte, ist die Canberra gestorben, die am Anfang hier drüber ist? Weißt du das? Nö, habe ich nicht gesehen. Du weißt doch, dass ich nicht auf den Killfeed achte. Gut. Ich guck mal bei deren Airfield. Bisschen Action muss man den Zuschauern ja auch bieten. Kannst ja mitkommen. Ich mach grad Konturflug. Zwischen den Bäumen durch. Oh, 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 Konvoi. Bitte was? Konvoi. Ja, gönn dir. Oh, jetzt verkacke ich sogar eine einzelne Flak anzugreifen. Uiuiuiui, das war knapp. Boah, da kann ich vielleicht noch ein Pünktchen machen. Komm, schieß die G91 ab, ihr lieben M8er. Wahrscheinlich holen sie mich gleich vom Himmel. Ja, möglich. Ich gehe wahrscheinlich gleich drauf, dann musst du die Ehre retten und die Folge. Okay. Okay. Oh, das war knapp. Ha! Mehr Punkte als du. Oh, oh, oh. Ist dein Gegner am Flugplatz? Nee, nee. Hier noch irgendwo ein paar leichte Gegner. Boah, diese Flugplatzflak. Ich bin aber erstaunt, dass ich noch lebe und jetzt macht's Klatsch. Ich frage mich, in was für einer Höhe der Kerl rumdümpelt. Hast du hier blinde Jagd? Scheiße, jetzt habe ich die Mini. Oh fuck. Wie mach ich denn das? Könnte ich das gucken? Hallo? Hab ihn aktiviert. Ah, da drüben ist er. Ah, fuck, und ich hab nur noch 9 Schuss für die Gondel. Was ist denn das?
Oh, abgestürzt. Wow. Geil. Ist der jetzt recht. Wow, einfach rausgesprungen. So ein Held. Man gönnt den Feinden ja nichts. Also, ne? Wenn du jemals einen Feind hinter dir hast, spring einfach raus. Das wird gern gesehen. Ich land jetzt. Mit 455 Sachen. Ja, gönn dir. Tot. Oh, da hat sich noch einer in den Boden gestürzt. Ja, würde ich sagen, war erfolgreich. Hammer. Ja, aber wie vorhergesagt, eine gute Runde, eine schlechte. Das ist irgendwie schon so ungeschriebenes Gesetz. Ich hab trotzdem mehr Punkte als du. Bild dir mal nichts drauf ein. Bäm, ey, Hammer. Nun gut, wir bedanken uns fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi. Ciao.